Jo. So, moin, wir machen unsere letzte Runde für heute wieder im 8,5-fach mit zwei Beweisen und wir hüpfen nach Tanglewood, um es was entspannter anzugehen. Ohne Randomizer diesmal. Und hier hoffen wir, dass das Wetter passt. Heavy Rain wäre ja okay, nur Nebel. Finde ich schön, sieht schön aus, nichts gegen den Nebel, aber es macht immer Performance-Probleme, leider. Und ja. Breakers in der Garage, Smudgen, Motion Sensor easy und Crucifix auf der Map eigentlich machbar. Hier gibt es ja keine übergroßen Räume. Heather. Es ist Heather. Ah, wie schön, wir haben wieder den Sonnenaufgang. Hey, warum bin ich eigentlich so müde? Ja, guck dir mal den Sonnenaufgang an. Die Sonne geht gerade auf. Aufstehen, rise and shine. Na. Raus aus den Federn. Na. Ach so, wo war denn jetzt der Stromkasten? Der ist in der Garage. Okay. In La Garage. Oder ist das Le Garage? Was sind wir Hallo, hier? wir sind zu Hause. Ist noch jemand da? Show yourself, where are you? Also im blauen Zimmer ist ein Versteck. Garage auch. Perfekt. Ist immer gut, wenn da ein Versteck beim Breaker in der Nähe ist. So, ich mach mal hier alle Türen wieder zu. Ja, ich lausche auch schon wieder. Der ist irgendwo hier in der Nähe, weil der hat die Kerze hier ausgepustet, also im Eingangsbereich irgendwo, weil die ich vorhin angezündet habe vor 2 Sekunden und meine hat er gerade auch ausgepustet. Okay, dann suche ich jetzt hier wenigstens noch mal. Okay, ich bringe schon mal Thermo und so rein, um zu gucken, wo er rumhängt. Ah ja, da ist auch schon ein bisschen Aktivität. So, zum Absichern auch schon mal das Kruzi und den Sensor. Knochi gefunden ist in der Küche. Ja, perfekt. So, mal schauen, wo bist du, mein Freund? Dann holen wir mal ein Fotoapparat. So, hier sagst du irgendwo. Ja, warte, hier ist es gerade ein krasser Temperatursturz und auf 7 Grad. Aber, jetzt geht's wieder hoch. Nee. Hier im Flur, komm mal hier zu mir. Ich habe hier 0,810. Und ich halte in Da guck, Richtung er hat die gerade schon Wohnzimmer. wieder ausgepustet, die Kerze. Ja, Wohnzimmer. Okay, vielleicht ein Stalker oder ein Roamer. Ja, hier ist wieder nichts. Mal eben warten. Moment. Ist auch zu warm hier, wie es aussieht. Nee. Vielleicht Ja gut, wenn ich jetzt wieder hier halte, dann ist er wieder Richtung Ausgang. Master Bedroom? Nee, Master Bedroom ist auch zu warm. Ich halte gerade. Oh, Das war hier. ich gerade. Ja, ich halte aber hier auf die Hier? Tür und ich bin bei 3-1. Der ist hier im Flur. Ja, ging gerade eine Tür auf. Ja, hier Flur. Ich guck Ja, mal ist kurz in auf jeden Fall ein Nancys Flur, Zimmer. weißt du. Ja, okay, Nancy ist zu warm. Okay, dann ist das wirklich hier Nee, der der ist Flur, wie es hier. scheint. Gut. Dauert aber, bis die droppen. So, dann hole ich erstmal ein Fotoapparat und ein EMF. Ich hole So. mal eben den Knochen. Okay, ich sichere schon mal den Flur ab. So, ein Kurzi haben wir ja schon mal hier vorne für den Eingang, um den abzusichern. Die Tür hat er angefasst, oder? Na, da ist nix. Da ist auch nix. Machen wir den mal wieder zu. Haben wir hier endlich ein Versteck drin? Nee. Hier vorne in dem blauen Zimmer, also hier der Raum, da ist ein Versteck. Hier, das ist, glaube ich, das ist blockiert. Also blaues Zimmer. Da liegt hier auch extra ein Kruzi, um den Bereich zu sichern. So, die Kamera kann ich jetzt auch mal Kannst ja das EMF neben dem Kruzi liegen lassen, dann hören wir es ja sofort, wenn er es benutzt. So, Standardausrüstung. So. Habe Buchkamera und Dotsies. Dann bringe ich noch einen zweiten
Dots mit und Spirit. Aha, da läufst du ja rum, Geist. Aha. Wir wissen, wo du rumläufst. Also der ist auf jeden Fall hier durch den Sensor gerade eben getrappt. So. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch Salz mit für ein paar gratis Fotos. Noch ein Buch, weil das Buch kann manchmal ewig dauern und es ist immer besser, zwei drin zu haben, anstatt nur eins. Wo bist du? Was willst du? Lassen wir sie mal zu Ende fragen, weil manche antworten nur auf einzelne Leute. Dann kann ich an der Zeit schnell noch ein paar Items holen. Zum Beispiel Smudgies und einen Glowstick. Und das, hast du die live gesehen? Ja. Okay, perfekt. Das heißt, der Gorio ist raus. Ist hier gerade vor meiner Nase lang gelaufen. Kann ich ja hier wieder anmachen. Okay, ich habe Salz verteilt. Hier ist noch ein Buch. Oh, er ist reingelatscht. Wraith ist raus. Da ist der Fotoapparat. Oh, nee, dich vielleicht nicht. Warte, ich tue die Dots kurz weg. Hier liegt noch einer. Wo ist er denn reingelatscht? Hier, in das hier. Da. Irgendwo ist er gerade noch reingelatscht. Und hier, in das hier ist er reingelatscht. Falls du es siehst. Ja, jetzt. Ach, und das auch. Alle drei. Okay, dann haben wir ja schon alle. Perfekt. Also Wraith ist auf jeden Fall dann auch raus. Banshee, Phantom, UA, Oni, Türen ein bisschen. Also, wir haben Dots. Was sagtest du? Welcher ist raus? Gorio? Der Gorio ist raus. Der macht keine Live-Dots. Und Wraith ist raus. Also Gespenst wegen dem Salz. So. Also hier, wo der Glowstick liegt bei dem Versteck, da sind zwei Smudgies drin, falls du welche suchst. Immer am besten. Orbis hattest du nicht gesehen? Habe ich gerade noch nicht geguckt, weil ich noch mehr Items reingetragen habe. Ich bringe aber noch eine Kamera rein. Ja, kann ich sonst auch sonst machen. Ich nehme mal zwei mit und noch das EMF für das andere Putzi. Also Bücher müssten schon zwei drin sein. Wenn wir also ein Buch kriegen, dann wäre das gut. Muss gleich einmal Licht ausmachen, dann kann ich eben gucken. Ja, ich mach kurz das Licht aus und ich stelle noch eine Handkamera auf das Sofa, dass man noch eine andere Perspektive hat. Soll ich die Dots auch kurz wegtun? Ja. Die brauchen wir an sich ja so nur noch, wenn zum Licht. Ja, genau. Wir haben ja den Beweis schon. Ah, schöne rote Wäldchen. Ups, ich habe vergessen, das EMF da zu lassen. Ich Idiot. Keine Orbs. Okay, wir müssten mal auf einen Stalker testen. Oh, die Ohren, da müsste definitiv Spirit Box kommen. Das heißt, ich teste noch mal kurz die Spirit Box und dann können wir ja mal auf Stalker testen. Also bei mir habe ich keine Antwort bekommen. Okay, ich versuch's dann auch noch mal kurz. So, hopp. Und dann packen wir dich erstmal hier kurz hin und dich auch. Ist zwar redundant. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Are you angry? Show yourself. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Are you friendly? Are you angry? Show yourself. Are you close? Are you old? What do you want? Okay, ich habe extra gewartet, dass er in einen Sensor steppt und auf ihm gelabert. Also, ich glaube, der Deochen wäre somit raus, weil der hat immer Spirit Box. Dann lass uns mal einen Stalker-Test machen. Wir können uns ja in die Garage setzen.
Genau, ich nehme mal ein Smudgy mit und die Sensoren hier. Du kannst das Parabol mitnehmen. Oh, ich habe noch eine Kamera hier. Eine Fotokamera brauchen wir auch, falls es ein Phantom ist. Moment mal. Ist eine Tür zugegangen oder ganz aufgerissen worden? Nee. Er hat eine Tür aufgemacht, aber nichts aufgerissen. Nicht komplett? Welche war es denn? Die hier, glaube ich. Das wird die Okay. gewesen sein. Ich dachte, ich habe gerade diese doppelte Türinteraktion vom Juri gehört, deshalb. So, ich mach sie mal alle zu. Okay, jetzt macht er das da gerade auf. Er hat auch geflüstert. Okay, keine Fingis. Und an der war er dran, ne? Lass die mal alle so halb offen, weil so können wir wegen Yuri das sehen. Entweder reißt er die nämlich in einem Zug auf oder er macht sie in einem Zug zu und das hat einen verzögerten Audio-Cue. Ich stelle die Kameras auch mal so um, dass man das sieht. Also Orbis hattest du ganz sicher keine gesehen, ne? Orbis habe ich keine gesehen. Ich richte die mal auf die Türen. Warte mal, was war das? Ah ne, das war so ein Grafikglitch, oder? Ah, okay, das ist das Geländerteil da. Jetzt fummelt er wieder hier rum. Wo habe ich die Kamera hingetan? Kamera. Welche? Hast du zufällig eine Kamera auf der Hand zum Fotografieren der Nee. Tür? Wo habe ich die jetzt Nee. hingetan? Ah, ich bin so verpeilt manchmal. Okay, das EMF ist auch schon vorbei. Ich hätte mal gucken sollen, ob das EMF gibt. Okay, dann hier ist auch noch nichts reingeschrieben worden. Dann nehmen wir die Sensoren mit. Hier ist die Kamera. Ich bin ein Idiot. Jetzt fummelt der natürlich die ganze Zeit an den Türen rum. Ich lasse mal kurz den Smudgy und das Feuerzeug hier. Bringe noch kurz die Kamera. Wollte ich noch eine Taschenlampe? Ich glaube, okay. Den nehmen wir mal als Lichtquelle mit. Also auf die Türen müssen wir auch auf jeden Fall achten, wegen Yuri. Und der macht seine Fähigkeit ja ziemlich selten. Das klingt sehr verdächtig irgendwie. Das klang wie eine Tür, die zuging. Da hinten auch irgendwas geworfen. Ach Mann, jetzt wollen wir einen Stalker-Test machen und das können wir nicht, weil er die ganze Zeit irgendwas Interessantes da macht. Der wirft hier Sachen rum. EMF2. Hier, die Türen sind aber alle noch so, wie ich sie gelassen habe. Jetzt fängt er auf einmal an durchzudrehen. Wir müssen auch noch ein paar Fotos machen, ne? Ja. Wenn ich mal wüsste, was der hier jetzt geworfen hat. Ich versuch's mal mit der Tasse. Vielleicht geht's ja. Show us, give us a sign. Are you here? Show us. Show us, give us a sign. Are you here? Can you do something? Are you close? Show yourself. Ah, ich habe meine andere Fotokamera gefunden. Show us, give us a sign. Are you here? Show yourself. Where are you? Bringst du ein EMF gleich mal mit? Ja, warte, dann bringe ich dir erstmal die Kamera. Die Fotokamera. Und dann bringe ich. Oh, ich habe gerade Dots wieder gesehen. Das heißt, der war gerade hier. Ja, ich glaube nämlich schon, weil ich hier jetzt auch 0,3, 0,2 Ausschläge hatte. Das war gerade komisch. Der war vorhin total da am Ausrasten in seinem Raum und jetzt komme ich zurück und da kommt. Erscheint er in den Dots. Aber wenn es ein Phantom wäre, hätte der Fingies oder Spirit Box. Das ist das, was mich ein bisschen verwirrt. Und Banshee hätte Orbis. Jetzt wirft er da hinten wieder was. Ich habe jetzt hier aber schon wieder Ausschlag gehabt. Ich guck mal kurz, ob es hier war, wo er was geworfen hat. Nee, hier im Flur kriege ich keine EMF-Readings. Bring doch mal Okay. hier ein EMF her.
Warte, ich habe gerade wieder eine Tür gehört. EMF5, yay! Nein, jetzt habe ich keine Kamera hier. Weil ich sie da hinfliegen gelassen habe. Oni. Ich glaube, es ist ein Oni. Was sind denn noch die Möglichkeiten? Raiju und Oni. Weil Goryeo und Race haben wir ausgeschlossen. Genau. Aber der hat ja dann wirklich sehr weit... War das nicht vorhin auch ein Raiju? Der da so weit mit den Dots interagiert hat. Auf Maple Lodge, was uns so... Oh, shit! Der hat Speed drauf. Hey, Raiju, I'm here. Hello! Wow! Die kommt ja hier reingeflogen! Oh mein Gott, hätte ich den Sensor nicht gehabt, wäre ich tot gewesen. Meine Güte, die hat ein Brötchen gerochen, ey. Die hat hier einen Hechtsprung reingemacht, ey. Ich würde jetzt einfach einen Gegentest halt machen, ne? Indem wir jetzt einfach mal alle Elektrogeräte rausholen. Ich habe hier EMF2, ich weiß aber nicht warum gerade. Hantiert die gerade hier an Türen rum? Das war jetzt ein bisschen komisch. Ah, hier an der Tür hat sie hantiert. Hast du die Fotokamera? Ja. Hier, die Tür kannst du fotografieren von dem Schrank hier. Die kam da gerade mit einem Hechtsprung rein, du. Boah. Aber das können wir ja testen. Wir können ja alle Elektrogeräte also wegnehmen. Das EMF lasse ich an. Wir lassen das dann einfach da liegen und schauen, dass eben in der Garage alles leer ist von elektronischen Sachen. Also die Geschwindigkeit... Ja, dann hole ich das Parabol da mal aus. Die Geschwindigkeit spricht auf jeden Fall für einen Raiju. Wie viele Fotos brauchen wir noch? Okay, wenn wir 3 Fotos noch kriegen, dann haben wir die auch alle. Und das Kurzi brauchen wir noch. Haben wir noch Salz? Ich glaube nicht. Wir hatten, glaube ich, nur eins dabei. Wir können vielleicht Interaktionen farmen. Ich muss irgendwie an meine Smudgies drankommen. Wir können aber auch die Kurzis fotografieren nachher, wenn sie die mal benutzt. Wir müssen die eher als Aufgabe machen. Ja. Die Smudgies sind hier. Ich nehme noch die Kamera hier vom Sofa runter. Du musst sie einfach nur auf den Boden schmeißen, dann wird die deaktiviert. Okay. Und hier bei denen auf den Tripods, da ist das gleiche. Und die Sensoren. Hast du eine Fotokamera? Ich darf nicht hingucken, weil sonst despawnt sie. Nein! Hast du keine? Nein! Ich auch nicht, sie ist hier direkt hinter mir. Oh, und das Event war, glaube ich, für mich. Ach, das ist nur ein Buch. Ich mach mal hier Licht an, damit wir unseren Kram finden. Hast du eine Fotokamera gefunden? Ja, jetzt habe ich eine. Ich konnte mich nicht umdrehen, weil sie das Event für mich, glaube ich, war. Und wenn ich sie angucke, die spawnt sie nämlich. Das war das Problem. So, ich glaube, sie ist schon ziemlich weit vorne gespawnt. Also die spawnen gerne hier, wenn die im Flur sind irgendwie. Können auch hier bleiben, vielleicht kriegen wir ja nochmal ein Ghost-Event oder so. Und wir können schneller die Kurzis dann fotografieren, wenn wir hier in dem Versteck bleiben. Aber dann können wir nicht feststellen, ob es ein Raiju ist. Doch, wir hören es dann, wenn sie weiter weggeht. Das Problem ist, die Map ist eh ziemlich klein, da ist das eh ziemlich schwierig. So, ich tue das hier jetzt. Ach, deine andere Kamera hast du hier hinten hingeschmissen, hier in die Ecke. Eine war leer, die ich hier hingeworfen habe. Eine hatte 0 Bilder, okay, glaube ich. Oh, hier die Tür kannst du fotografieren. Welche? Die hier? Die hier, ja. Kannst du einfach beide fotografieren. Das zählt ja so dann auch. Okay. Ah, lieber nicht. Und den Rest dann fürs Kruzifix einfach aufheben. Dann kannst du die Kamera hier hinwerfen und dir auch einen Smudgy snappen. Hab noch einen. Hast du noch einen? Okay. Mhm. Ich habe meinen ja vorhin benutzt, aber die ist mit einem Hechtsprung da reingekommen gerade eben. Die war auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Sie macht schon wieder die Schranktür auf. Aber, ja. Will sie nicht mal die Kruzifixe auffressen? Ich lasse mal hier die Kamera, dann können wir uns die nachher krallen. Ah, da ist ein Ghost Event. Okay. Das war zu schnell.
Ghost Event, okay. Ja, sie ist gerade auf mich zugekrabbelt. Ich wollte gerade sagen, Mann, Foto, aber sie kam zu schnell. Ich habe es nicht zurückgeschafft. Das Event hat da vorne gestartet. Also entweder startet sie gleich hier den Hand oder dort im Flur. Okay. Also ich hatte auf einem 24X-Challenge... Oh, das Kuzi, du kannst zwei Fotos hiervon machen. Einmal das Interaktion-Ding und einmal die... Ist safe, sie kann gerade nicht handeln. Das hat 5 Sekunden Cooldown, glaube ich. Okay, sie ist gerade da hinten in Richtung Wohnzimmer. So, jetzt auch okay. Kamera leer. Ja, die Bilder sind alle voll, perfekt. Und die Aufgaben sind auch alle erfüllt. Sie ist gerade da hinten. Jetzt nur noch wissen... Welches jetzt der richtige Geist ist? Ja, ich glaube schon, dass es ein Raichu ist. Oh, sie hat das andere angeknabbert, weil nur ein Raichu kann... Oh, und in meiner Hand aufgefressen. Hui, sie frisst mir aus der Hand. Huiuiui. Oh, dann geht's gleich los. Sie hat Hunger. Es geht los. Oh Mann, wie die hier wieder angeflitzt kam. Und der Breaker ist aus. Kann es sein, dass die Raichus irgendwie kaputt sind? Wieso? Ja, sie hatte mit den Dots hier interagiert, obwohl die weit weg vom Geisterraum waren. Das gleiche vorhin mit einem Geist, der in der Lodge war und der aber da mit dem Zelt interagiert hat. Das war schon merkwürdig. Hm. Hello. So, jetzt ist, glaube ich, hier wirklich alles ausgeschaltet. Dann verstecken wir uns nochmal. Ja, und dann kann man ja den Unterschied hören. Du hast noch einen Smudgy? Ich habe noch einen, ja. Aber ich bleibe jetzt eben versteckt hocken. Es war gerade lustig, sie ist da in der Ecke hinten gespawnt und voll auf mich losgeflitzt. Okay, wir warten hier jetzt auf den Hand, um zu hören, ob sie jetzt normale Speed hat, weil wir haben alle elektronischen Devices weggenommen. Oh, da geht's schon los. Immer noch so schnell. Irgendwas ist komisch. Sie ist immer noch so schnell. Wir haben doch alles ausgemacht, oder? Sollte alles aus sein. Ja, die Kameras sind aus, wenn man sie auf den Boden wirft. Die Videokameras muss man auch einmal hinwerfen, um sie auszuschalten. Also sie war immer noch so schnell. Ja, aber es kann dann schon mal kein Oni sein. Es kann ja nur ein Raichu sein, aber warum war die immer noch so abgegangen? Es war ja EMF5, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Und die Dots, die haben wir ja auch gesehen, ne? Ja. Und beides das sind ist keine, ein Huggy Buggy. Das beides sind keine Mimic-Beweise. Das heißt, der Mimic ist auf jeden Fall raus. Komisch, dass sie noch so schnell war, weil du siehst ja, die Kamera da, die liegt auf dem Boden, aber die müsste aus sein, glaube ich. Ja, die sind aus, siehst du, man kann nicht hier wechseln. Das heißt, die sind wirklich aus, die Kameras. Buggy. Ja, ich denke auch, das ist ein Bug, genauso wie vorhin in Maple Lodge, ich glaube. CJ, repariert mal bitte den Raichu, danke. Okay, dann. Warte, sie war noch so schnell wegen den Bewegungssensoren wahrscheinlich. Nee, die Bewegungssensoren zählen nicht. Sicher? Es zählen nur diese elektronischen Gegenstände, die während des Hands gestört werden und flackern. Und die Bewegungssensoren flackern ja nicht. Das ist auch von den Devs so bestätigt.
Okay. Also Ja, nicht, dass das Bewegungssensoren. vielleicht buggy ist, ne? Bewegungssensoren zählen nicht und ich glaube auch die Soundsensoren, die zählen auch nicht. Weil die Okay. funktionieren ja normal während des Hans. Die werden ja, die blinken ja nicht wie wild rum, sondern die werden aktiviert, wenn der Geist durchgeht. Die funktionieren ja noch normal. Ja, ich denke mal, es ist dann ein Bug oder irgendwo ist vielleicht doch noch irgendein Teil angewiesen, was wir nicht gesehen haben. Das kann ja auch sein. Ich habe Huch, die EMFs und so, habe ich alle ausgemacht. Ah, da siehst du wieso hast du wieder. denn noch so viel Sanity? Da siehst du den Fünfer-Ausschlag. Ich weiß es nicht. Vielleicht Kerze oder so oder Licht. Keine Ahnung. Na gut. Wenn man sich auf eine Kerze hockt, bleibt die ja auch wieder. Es geht ja auch wieder. Das war ja eine Zeit lang inaktiv. Ja, aber mit der Geschwindigkeit kann das nur ein Raichu sein. Oni kann gar nicht so schnell sein. Ja, richtig, richtig. Sagen wir Okay. ein Raichu. Dann Abfahrt. Yay! Also ich glaube wirklich, die Raichus, die sind irgendwie ein bisschen kaputt. Das ist komisch. Die hat uns jetzt noch auf Trab gehalten. So, und das war aber auch schon dann die letzte Folge für heute. Ich zeige euch natürlich kurz die Zusammenfassung. Es war Welcome tatsächlich ein back. Raichu. I've got some jobs ready for you. Wöchentliche Aufgabe überstanden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.